I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one. Hi ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über Pretty Lies von Elena McKenzie reden. Dieses Buch kostet als E-Book 2,99 € und ich glaube als Printausgabe 9,99 €. Also es gibt es auf jeden Fall als Printausgabe. Alle, die E-Books nicht so gerne mögen, können sich das Buch also nochmal in der Printversion angucken. Ich verlinke euch einfach mal beides in der Infobox, falls ich daran denke, oder nur eins, dann müsst ihr selber mal ein bisschen switchen. In dem Buch, welches ich mit der lieben Fanny zusammen gelesen habe, das darf ich nämlich an dieser Stelle nicht vergessen, ich habe das mit der lieben Fanny von Scherbenschreiberin gelesen. Schaut unbedingt mal in der Infobox nach, da verlinke ich ihren Kanal und schaut bei ihr vorbei. Sie ist eine super liebe Booktuberin. Sie schreibt selber Gedichte und auch Geschichten. Und ja, ein total tolles Mädchen, schaut unbedingt bei ihr vorbei. In der Geschichte von Pretty Lies geht es um Lucy. Lucy ist College-Studentin und bekommt von ihrer Großtante, ist es glaube ich, eine Wohnung vererbt. Lucy weiß gar nicht, wie ihr passiert, denn das würde sie finanziell total entlasten. Und sie ist sehr verwundert, aber auch begeistert, sage ich jetzt mal. Sie fährt so in diesem Moment dann sozusagen mit ihrer besten Freundin in diese Wohnung und stellt aber fest, dass die beiden dort nicht alleine wohnen werden würden, denn es gibt dann noch einen zweiten Erben, und zwar den gut aussehenden Sexy Ryan. Ryan hat die andere Hälfte der Wohnung geerbt, da er sich um Lucys verstorbene Großtante gekümmert hat. Und ja, Ryan und Lucy sind wie Katz und Maus, wie Hund und Katze, wie ihr es nennen wollt, wie Feuer und Flamme. Wie Wasser und Feuer, so wie Feuer und Flamme. Oh Gott, ich habe schon so viele Videos gedreht, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich rede. Nein, sie sind wie Feuer und Eis, jetzt habe ich es, Feuer und Wasser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, egal. Sie sind wie Feuer und Eis und liefern sich eine regelrechte Schlammschlacht um diese Wohnung mit den fiesesten Tricks und Mitteln, was einem wirklich das Schmunzeln ins Gesicht jagt. Es stellt sich aber heraus, dass Ryan ein ziemlich düsteres und für Lucy gravierendes Geheimnis hat. Wenn ihr wissen wollt, was das für ein Geheimnis ist, dann müsst ihr das selber lesen, weil das verrate ich natürlich an dieser Stelle nicht. Und ja, alles in allem müsst ihr natürlich auch selber herausfinden, was sich da vielleicht zwischen Lucy und Ryan entwickelt oder auch nicht. Ich fand die Geschichte eigentlich ganz gut. Es war so eine, okay New Adult Geschichte. Es war jetzt nichts Weltbewegendes. Da ist das Mädchen mit der schweren Vergangenheit, der Junge, der ein düsteres Geheimnis hat. Die beiden treffen aufeinander, die beiden entwickeln eine gewisse Hassliebe. Und was sich daraus entwickelt, ich meine, wir sind alle nicht dumm. Das können wir uns ungefähr vorstellen. Und ja, somit war das Buch ein wenig vorhersehbar. Und alles im allen, aber trotzdem gut zu lesen, flüssig zu lesen, schnell zu lesen. Es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Man hat den einen oder anderen Schmunzler gehabt. Man konnte über Lucys beste Freundin schmunzeln, denn die war echt ein bisschen überspitzt. Die war so diese richtige Granate, die auf alles, was zwei Beine und einen Schniedel hat, total abgegangen ist. Und das war so dieses typische, nicht mit irgendwas Besonderem hervorstechende New Adult Buch, was man natürlich gerne lesen kann. Es ist eine super tolle Zwischendurchlektüre. Puh, Katzenhaare. Es gab ja so einige kleinere Denkfehler. Da gab es zum Beispiel Situationen, da ist etwas Bestimmtes passiert und die Protagonisten hatten aber gar keine Klamotten an zu dem Zeitpunkt. Und ich habe mich nur so gefragt, die rennen jetzt hier gerade auf der offenen Straße rum, haben sich aber vorher nie in der Geschichte irgendwie was übergeworfen. Das ist ein wenig schwierig. Und das war halt häufiger in dem Buch. Das hat so, also mich halt beim Lesen so ein bisschen irritiert, wo ich so dachte, habe ich jetzt irgendwas überlesen? Bin nochmal zurückgegangen, habe das nochmal gelesen, aber ich habe nichts überlesen. Es war einfach ein Denkfehler da drin. Das passiert, denke ich, und besonders wenn man selbst veröffentlicht und kein Lektorat hat und niemanden, der da so professionell drüber liest, sage ich jetzt mal, dann kann das halt passieren. Alles im allen aber eine tolle Geschichte, die ihr super gerne selbst ausprobieren solltet und
euch einfach darauf einlassen solltet und vielleicht für alle New Edit Einsteiger die optimalste Geschichte, die es geben kann, weil sie jetzt nicht ganz so komplex ist, sage ich mal. Ja. Falls ihr das Buch selber gelesen habt, könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren eure Meinung dazu schreiben. Ich kann schon nicht mehr reden, mein Mund ist total trocken. Es ist, glaube ich, das 7. oder 8. Video am Stück, das ich drehe. Und ja, ich kann nicht mehr, mein Kopf ist schon so... Aber egal, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!